ich habe euch jetzt mal auf meiner Training Peaks-Seite mein Dashboard aufgerufen. Da sieht man jetzt schön alle meine Daten, aber ich stelle euch das jetzt gern zur Verfügung, weil das wahrscheinlich recht spannend ist für euch, jetzt wie sowas wirklich aussehen kann. Darum stelle ich jetzt gleich mal die Kamera um. So, jetzt habe ich euch hier mal mein Training präsentiert, damit ihr mal seht, was die Trainer machen, ob die eigentlich auch was tun oder ob die nur gescheit daherreden können. Ich selber mache Triathlon, deswegen sieht man hier rechts meine Verteilung von Radfahren, Laufen und Krafttraining und Other. Das kann zum Beispiel spazieren sein, Wandern, Skitour. Das habe ich dann nochmal ein bisschen extra. Zu Krafttraining zähle ich aber auch zum Beispiel Yoga oder Pilates. Ich verbinde das oft ganz gern und mache da manchmal ein bisschen kraftvollere Einheiten. Deswegen habe ich das da drin. Und wenn ich dann wirklich nur ein entspanntes, ja, ganz leichtes Mobilisieren und Dehnen mache, das mache ich dann meistens als Other, dass ich das für mich so ein bisschen differenzieren kann. So, wie werden die Daten aufgenommen? Ich selber habe eine Laufuhr, ich habe die Suunto 9. Wir sind ja auch Suunto-Partner, also ihr könnt natürlich auch andere Laufuhren hernehmen, wobei Training Peaks nicht mit allen kooperiert. Also Garmin, weiß ich, ist dabei, Polar auch und Suunto auf jeden Fall. Das Feine und Tolle ist auch, dass man sich wirklich Widgets runterladen kann. Das heißt, ich kann hier mein Training Stress Score, heißt das, kann ich mir auf die Uhr laden, dass ich selber wirklich für mich optimal kontrollieren kann, in welchem Ausmaß ich trainiere. So, das ist jetzt aber schon ziemlich deeper Tech Talk. Wenn da jemand mehr wissen will, vor allem über das Datenzeug, sprecht mich gerne an. Ich habe den Premium-Account, ich bin in dem Thema ziemlich drin. Ich kann hier auch in Coaching-Modus rüber switchen, dass ich quasi Trainingspläne erstellen kann und wirklich bei dir als Athlet in dein Training so reinschauen kann, wie ich jetzt auch bei mir. Ich möchte euch jetzt einfach nur das Superkompensationsmodell erklären, hier an der Kurve live und in Farbe. Das hier sind jetzt die letzten 180 Tage. Es ist hier Oktober, genau. Und ihr seht, da waren noch ein paar Wettkämpfe, da waren noch ein paar Trailläufe. Das hier ist jetzt November, Dezember. Genau, da hat man auch das Indoor-Cycling, da war ich recht oft dabei, habe nebenher noch ein bisschen was gemacht. Also meine Fitness ist wieder gestiegen. Ich hatte zuvor, in den Monaten zuvor hatte ich Triathlon-Wettkämpfe, Läufe und so weiter. Und dann im Oktober war ich auch schon so ein bisschen im Abtrainieren und habe mich wieder ein bisschen erholt von der Saison. Genau, und dann ging es eben wieder ein bisschen bergauf. So, dann seht ihr hier, dass es hier irgendwie total abfällt. Also klar kann man das jetzt klassisch als Off-Season bezeichnen, aber das ist es eigentlich relativ interessant, was hier passiert ist. Jetzt gehen wir mal auf die letzten 90 Tage, dass das Ganze ein bisschen breiter aufgezeichnet wird. Ich zoome noch ein bisschen näher ran. So, jetzt seht ihr hier, dass das hier so komisch abfällt und dass hier meine Fitnesskurve, die blaue Linie, relativ eben ist. Was war da los? Jetzt als Coach wüsste ich natürlich, was los war, weil ich mit meinem Athleten spreche. Ich könnte mir das Ganze aber nochmal anschauen. Ich sage es euch jetzt einfach aus meiner Perspektive. Ich hatte eine OP. Ich durfte nur spazieren gehen. Das war natürlich für mein Leistungslevel zu wenig, weil mein Körper mehr Training gewöhnt ist. Deswegen war ich zwar echt viel und weit spazieren, um irgendwie meine Fitness zu halten, aber es hat natürlich nicht ausgereicht, um den Leistungszuwachs zu haben. Deswegen konnte ich mich in der Zeit recht gut erholen, schadet mir auch nicht, aber ich hatte natürlich keinen Leistungszuwachs. So, irgendwann hatte ich dann das Go vom Arzt. Ich darf wieder trainieren. Ich habe auch körperlich gespürt, es geht wieder. Habe wieder ein bisschen mehr gemacht. Die blauen Punkte sind immer die Trainingsreize, was ich trainiert habe. Ja, und dann habe ich wieder losgelegt, habe wieder trainiert. Da hatte ich eine Radfahrt. Ja, das waren 72 Kilometer. Mein Körper war das jetzt natürlich nicht gewöhnt vom letzten Monat, jetzt gleich so eine Radfahrt da, aber ich hatte einfach mega Lust, ehrlich gesagt. Deswegen ging hier meine Erschöpfungskurve natürlich gleich mal hoch. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wie kann ich das Ganze jetzt umsetzen bei meinem Superkompensationsmodell? Jetzt muss ich mal das Licht anmachen.
So, also jetzt sind wir wieder beim Superkompensationsmodell. Ich habe gerade gesagt, meine Erschöpfungskurve ging hoch. Hier geht es quasi runter. Ich bin hier im Trainingsbereich, im Erholungsbereich. Übrigens, das ist meine Uhr. Da erhole ich mich, beziehungsweise muss erstmal der Reiz verarbeitet werden und dann erst erhole ich mich. So, jetzt gehen wir wieder dahin. Jetzt zoomen wir wieder ran. Genau. Also, das ist jetzt genau der Punkt. Meine Leistung ist gewachsen. Das ist jetzt so die Linie, die wir vorhin hatten. Aber mein Körper musste hier das Ganze erstmal verarbeiten, musste klarkommen. Für mich war klar, okay, ich setze jetzt erstmal keinen heftigen Reiz mehr drauf, weil ich muss mich erholen. Das Ganze ist passiert, meine Erschöpfungskurve ging wieder runter, gleichzeitig ist meine Fitness angestiegen. Das hier ist die Superkompensation, die passiert. Dann war ich schon wieder relativ gut belastbar. Was habe ich gemacht? Zack, ich habe nächsten Trainingsreiz draufgesetzt. Hier, da war ich 91 Kilometer Radfahren. Genau, und dann merkt man schon, okay, da habe ich schon fast wieder ein bisschen übertrieben, war ganz schön eifrig, habe wieder Reiz, Reiz, Reiz draufgesetzt. Das sind hier die ganzen Pünktchen. Und meine Fatigue, meine Erschöpfung war schon ziemlich hoch. Aber ich kenne meinen Körper relativ gut, deswegen konnte ich hier ohne Leistungsabfall auf jeden Fall weiter trainieren. Ich habe einen kleinen Anstieg, aber trotzdem hätte ich hier schon noch mal ein bisschen sinnvolleren Belastungswechsel machen können. Man sagt euch, ich arbeite in der Sporttherapie, die Therapeuten sind die besten Patienten. Wäre ich jetzt mein Athlet, dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen genauer auf die Finger geklopft. Aber es war hier ein kleiner Anstieg. Das hätte man sicher noch optimieren können. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich hatte einfach nur Bock, wieder Sport machen zu können nach der langen Pause. Und deswegen habe ich mir das auch gegönnt. So, die letzten 28 Tage. Wir sehen hier einen kleinen Anstieg. Das ist jetzt nicht ultra heftig, aber es ist jetzt natürlich auch sehr entzerrt. Deswegen kann man jetzt natürlich auch nicht erwarten, dass es sofort hochgeht. Das ist ja ähnlich wie beim Abnehmen. Klar kann ich eine Radikaldiät machen, nehme schnell ab, aber was ist der Effekt davon? Deswegen schaue ich hier wirklich, dass ich konstant meine Fitness wieder erhöhe, meine Reize sauber setze. Hier das Verhältnis von Erschöpfung zur Form ist recht gut. Dann habe ich hier, was ist da passiert? Da geht die Kurve wieder recht hoch. Hier war ich wieder Radfahren, war relativ intensiv. Aber jetzt ist es ein ganz schöner Effekt. Jetzt seht ihr das wirklich hier wie in unserer schönen Superkompensationskurve. Ich habe mich hier erholt, die Leistung ist hochgegangen und ich habe hier wirklich zum ganz guten Zeitpunkt dann wieder den nächsten Trainingsreiz gesetzt und da war ich auch wieder Radfahren. Genau, die Läufe sind da jetzt wahrscheinlich die blauen Punkte. Ja, genau. Genau, also hier seht ihr wirklich schön die Zacken, wie ich es euch vorhin in dem Modell gezeigt habe. Da geht es schön hoch. Was passiert insgesamt? Meine Leistungskurve steigt. So, also ich hoffe, dass das jetzt ganz interessant für euch war. Es war sicher auch viel, viel Info, viel Technik. Deswegen, wenn ihr da Fragen dazu habt, zu Training Peaks direkt zum Beispiel oder zum Thema Superkompensation, zum Thema Regeneration, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden, an Michi wenden, beziehungsweise auch an mich wenden. Ich bin auch auf Instagram. Das hier ist mein Spitzname, quasi mein Nickname. Ich habe auch jetzt einen Blog, wo ich zu verschiedenen Themen was schreibe. Jetzt mein letztes Thema war Food Bowls, wo ich Rezeptideen gebracht habe, wie ihr euch im Baukastensystem hier eure Food Bowls machen könnt. habe schon einige Bilder zugeschickt bekommen, übrigens ziemlich cool. Ich werde auch über andere Themen schreiben, die weniger mit Training zu tun haben. Also ich bin auch, was Nachhaltigkeit und so angeht, recht interessiert. Es wird jetzt bald einen Blogbeitrag zum Thema Ausmisten geben. Vielleicht kommen manche Sachen auch auf die Stay Strong-Seite. Wir hatten auch erst das Thema Gewohnheiten. Das wird auch noch hochkommen. Deswegen bleibt gern dran. Jetzt gibt es erstmal mehr zum Thema Regeneration. Genau. genau. Danke fürs Zuschauen, für euer Interesse. Schreibt uns gern, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu verschiedenen Themen, sei es Regeneration, sei es Ernährung.
Da haben wir ja auch unsere Spezialisten. Ich selber bin da auch ausgebildet. Also ihr habt wirklich viele Leute hier bei uns im 37 Grad Fitness, die sich auskennen. Deswegen traut euch, fragt uns und ja, ich freue mich, wenn ihr mal wieder reinschaut. Bis bald und bleibt gesund und bleibt stark, stay strong. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Ciao.